Ich habe ein Projekt, das ich auch in aller Freundschaft und in aller Ruhe mit vielen anderen gemeinsam noch positiv abschließen möchte. Das ist Sebastian Kurz zum Teufeljochen. Weil sich Österreich so einen Politiker, so einen autoritären, bildungslosen, substanzlosen Rotzburm schlicht und einfach nicht verdient hat. Wenn es Kurz schafft, dann kriegen wir ein autoritäres, halb diktatorisches System in Österreich. Wenn es Kurz nicht schafft, bricht das gesamte türkise System zusammen und aus einem strahlenden Bundeskanzler wird plötzlich ein Arbeitsloser, der schwer vermittelbar ist, weil er nichts gelernt hat. Und das ist die für alle Beteiligten entscheidende Situation. Und da kommt es jetzt auf Medien an. Und das ist auch der Grund, warum ich Herausgeber von Zack Zack geworden bin. Weil wir beide wissen, wie wichtig es ist, dass es Medien gibt, die null von der Regierung abhängig sind, weil sie kein einziges Regierungsinserat nehmen und weil der Bundeskanzler bei uns nicht einmal anrufen braucht, weil wenn er mich anruft und sagt, die und die Geschichte will ich nicht, dann kriege ich im allerbesten Fall einen Lochkrampf. So, und diese absolute Unabhängigkeit ist die Voraussetzung für zackzack.at, weil im Internet findet man uns auf zackzack.at, ist die Voraussetzung, über alles schreiben zu können. Wirklich über alles. Aber jetzt, und das ist die Unabhängigkeit, die ich früher im Parlament hatte. Und das war, glaube ich, sehr wichtig, auch für den Parlamentarismus. Und das ist jetzt für die Pressefreiheit. Das ist so eine Schande. Das ist so eine Schande, dass Grüne mit viel Erfahrung wie der Werner Kogler, die ja wissen, dass der Bundeskanzler die Grünen mehr braucht als die Grünen den Bundeskanzler, trotzdem einen leeren Kopf und eine volle Hose haben und alles tun, was der Kanzler sagt. Es ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich habe vollkommen recht, aber ich bin mir nicht einmal mehr sicher, dass es eine eigenständige grüne Partei gibt. Ich glaube, die Grünen sind inzwischen sowas wie der Ökobund der ÖVP, nehmen Seniorenbund und Wirtschaftsbund, gibt es halt jetzt auch den Ökobund. Jede ehrliche, anständige und saubere Berichterstattung ist unzuträglich für die ÖVP. Und deswegen haben wir auf der einen Seite, und das wissen wir beide, ÖVP-Propaganda mit hunderten Millionen Steuergeldern und auf der anderen Seite ehrlichen Journalismus. Und wir pfeifen auf dieses Geld und machen ehrlichen und transparenten Journalismus. Und ich bestreite überhaupt nicht, dass auch auf Ö24 und Österreich und auch in der Kronenzeitung und in vielen anderen Medien sehr interessante Berichte stehen, über die sich ab und zu der Kanzler nicht freut. Aber das Entscheidende ist, dass über alles berichtet wird. Wirklich über alles. Also, und das machen wir.